Vor wenigen Jahrzehnten stand noch die Behandlung kariöser Läsionen und deren Folgen im Mittelpunkt der zahnärztlichen Behandlung. Parodontose ist weltweit die Hauptursache für Zahnverlust bei erwachsenen Patienten. Aus diesem Grunde ist die Entwicklung geeigneter Diagnose- und Therapieverfahren in der Parodontosebehandlung eine der größten Herausforderungen in der modernen Zahnheilkunde. Gerade bei Patienten mit einer sogenannten Spritzenphobie hat sich die Applikation einer Oberflächenanästhesie, Oraquix FA Dentsply, bei der schmerzfreien Anwendung der Parodontosebehandlung hervorragend bewährt. Diese injektionslose Methode zur Schmerzreduktion zeichnet sich durch einen ultraschnellen Wirkungseintritt von etwa 30 Sekunden aus. Bei einer Zahnfleischbehandlung erfolgt vom Zahnarzt die konsequente Entfernung der bakteriellen Plaque mechanisch, chemisch oder mit dem Laser, um die chronischen Entzündungen in der Zahnfleischtasche zu beheben. In der Regel erfolgt eine einfache, geschlossene Zahnfleischbehandlung in lokaler Anästhesie, wobei die Zahnfleischtaschen mit speziellen Instrumenten schonend vom Entzündungsgewebe befreit werden. Emdogain, ein resorbierbares Material aus Proteinen in Form eines Gels, wird auf die Zahnwurzeloberfläche appliziert. Das führt effizient zur Wiederherstellung von Zahnzement, Fasern und Kieferknochen. Das Keimspektrum zur Verursachung von Parodontose kann sehr unterschiedlich sein. Mithilfe kleiner saugfähiger Papierspitzen werden in den Zahnfleischtaschen geringste Bakterienmengen entnommen und diese anschließend im mikrobiologischen Labor bestimmt. So wird der Verlauf während einer solchen Behandlung optimal mit einem Antibiotikum unterstützt.